Schon seit vielen Jahren ist es nicht mehr nur so, dass der Skisport aus einem einzigen Verband besteht, sondern es haben sich mittlerweile mehrere kleinere Verbände gegründet, die alle ihre Vor- und ihre Nachteile mit sich bringen. Ich möchte ganz kurz was dazu sagen. Jeder der skisportlichen Verbände in Deutschland hat seine Vor- und seine Nachteile. Es ist im Grunde genommen in unserem Sport für jeden etwas dabei. Jede Altersklasse und vor allem egal, was einen interessiert. Wir unterscheiden im Regelfall zwischen statischen Disziplinen, wie zum Beispiel im Deutschen Schützenbund, die 25 Meter Präzision und Zeitserie, und dynamischen Disziplinen. Die neueren Verbände wie der BDS, der BDMP und die DSU bieten diese sogenannten Mehrdistanzdisziplinen an. Das sind dynamischere Disziplinen. Das bedeutet, man schießt auf unterschiedlichen Entfernungen zum Ziel. Das macht es in meinen Augen ein ganz klein wenig anspruchsvoller, weil ich immer wieder einen etwas anderen Haltepunkt habe, wo ich hinzielen muss. Hierbei muss man immer schauen, was interessiert mich denn tatsächlich? Viele fangen aufgrund der Einfachheit der Vereinsfindung klassischen DSB an. Es ist einfacher, ich gebe bei Google oder bei den gelben Seiten einfach nur Schützenverein ein und bekomme die ganzen DSB-lastigen Vereine angezeigt. Keiner macht sich die Mühe oder nur die wenigsten machen sich tatsächlich die Mühe, sich so weit zu informieren, dass es auch andere Begrifflichkeiten gibt wie Skisportgruppe, Schießleistungsgruppe oder Schießgruppe. Aber hinter diesen drei Begriffen verbergen sich die alternativen Verbände. Also da auf jeden Fall mal ein bisschen mehr drauf achten. Ich möchte aber jetzt auch nicht wirklich ins Detail gehen der einzelnen Disziplinen, die diese Verbände anbieten, weil das würde einfach den Rahmen eines Videos sprengen. Da könnte ich ja wahrscheinlich 5 Stunden drüber diskutieren, ohne auch nur wirklich die Oberfläche durchschritten zu haben. Es sei aber auf jeden Fall so viel gesagt, das Schauen und Informieren lohnt sich in jedem Fall. Leider Gottes ist es immer wieder so, dass ich bekomme viele, viele Fragen zugeschickt, in denen ich gefragt werde, Ken, wie sieht denn das aus? Ich bin in so und so in einem Verein und das sind so die Konstellationen und hin und her. Und da kann ich eigentlich immer nur noch mit dem Kopf schütteln und sagen, Junge, warum hast du dich nicht vorher informiert? Hättest du dich informiert, hättest du dir diesen Ärger oder diese Unstimmigkeit tatsächlich einsparen können. Das können Unstimmigkeiten in Bezug auf Bedürfniserteilung sein. Das können Kostengründe sein. Das können einfach nur Vereinsinternas, Vereinsmeierei sein. Das kann alles Mögliche sein. Und genau hier lohnt sich eben das Schauen. Was will ich denn tatsächlich? Möchte ich tatsächlich Tradition, Brauchtum und so weiter pflegen? Hey, dann bist du in einem DSB-Verein genau richtig aufgehoben, weil das wird dort im Regelfall praktiziert. Interessiert dich so etwas aber weniger und du bist mehr darauf aus, tatsächlich, sag ich mal jetzt, in Anführungsstrichen sportlicher unterwegs zu sein. Das ist jetzt nicht abwertend gegenüber den statischen Disziplinen des DSB, sondern einfach nur, dass man sich auch ein bisschen bewegen muss beim Sport. Dann bist du vielleicht in den anderen Verbänden besser aufgehoben. Aber auch hier muss man gucken, wie sind denn die Konstellationen? Denn allzu oft ist es halt auch so, dass innerhalb von Traditions- und Brauchtumsvereinen wie den DSB-Vereinen sich gerne mal Untergruppen bilden, unter gleicher Vereinsführung. Das ist ja alles schön und gut, aber damit wandern im Regelfall, wenn es dort solche Unstimmigkeiten gibt, diese gerade mit in diese neue Skisportgruppe, die sie da gegründet haben, weil sich die Vereinsführung ja nicht geändert hat. Das sollte man also auch unbedingt bedenken. Das ist etwas, was ich zum Beispiel am BDMP eigentlich sehr gut finde. Da viele meckern darüber, ich finde das gar nicht mal so unschön. Im BDMP ist es ja tatsächlich so, wer in der heutigen Zeit eine eigene Gruppe gründen möchte, muss ihn als Verein gründen. Das heißt, man muss tatsächlich eine konstituierende Sitzung abhalten, man muss beim Notar sich das ganze Ding dann per Gericht eintragen lassen und so weiter, dass man den Status eines eingetragenen Vereins erhält. Aber damit ist man autark, man ist eigenständig, man hat einen eigenen Vereinsvorstand, der losgelöst ist von eventuell anderen Vereinen. Und das hat, sage ich mal, wirklich den Vorteil, dass man wirklich selber entscheiden kann und nicht auf Altbacken angewiesen ist. Ein weiterer Aspekt bei der Vereinsfindung ist natürlich auch, was möchte ich denn wettkampftechnisch machen? Bin ich tatsächlich darauf aus, ich möchte saisonal jede Woche in einen anderen Verein fahren und dort einen Rundenwettkampf schießen? Hey, da bist du beim DSB richtig aufgehoben, das wird genau dort praktiziert. Möchtest du es aber nicht? Möchtest du auch nicht gezwungen sein, das zu tun, was leider Gottes in vielen Vereinen passiert?
dann bist du wirklich auch in anderen Verbänden gut aufgehoben. Bei uns im BDMP zum Beispiel ist es so, ich melde mich da an, wo ich Bock habe hinzugehen. Ich bin nicht verpflichtet, irgendetwas zu tun, außer ich möchte natürlich nach 14.3 Grundkontingentüberschreitung beantragen an Bedürfnissen. Aber ansonsten, ich kann hingehen, ich melde mich zu den Landesmeisterschaften an, ich melde mich zu Ranglistenturnieren an, zu Gaudi-Wettkämpfen, Vergleichsschießen, wie auch immer. Da, wo ich hingehen möchte. Und das ist dann vielleicht mal, ja klar, ein Monat oder eineinhalb Monate, wo ich dann da wirklich regelmäßig auf dem Schießstand bin, im Wettkampf, und der Rest ist Training. Aber das finde ich persönlich für mich, für die Koordination meiner Zeit, richtig gut. Ich persönlich habe auch keinen Bock, mitten in der Woche, abgekämpft nach der Arbeit, nach Hause, sofort mein Gelubsch einpacken und ohne was zu essen und zu trinken, sofort weiter auf den Wettkampf zu fahren, wo ich dann total abgehetzt und gestresst da ankomme. Da habe ich keine Lust drauf. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Deshalb, Leute, insbesondere die Anfänger unter euch, informiert euch, tretet nicht blindlings, ohne euch zu informieren, dem erstbesten Verein bei. Wenn ihr alternative Verbände sucht, dann schaut bitte auf den Websites der Verbände nach den Landesverbandsseiten. Dort findet ihr sehr, sehr häufig Listen mit den dort angeschlossenen Vereinen und Schießleistungsgruppen oder Skisportgruppen. Und dann kommuniziert mit denen, ruft dort nach Möglichkeit den Verantwortlichen an, hört mit dieser Mailschreiberei auf. Ich bin einer der wenigen Vereinsleiter, die tatsächlich auch auf Mails reagieren und diese beantworten, aber ich bevorzuge es tatsächlich, wenn ich angerufen werde. Weil nur dann kann ich mir als Vereinsvorsitzender auch tatsächlich zumindest mal verbal durch Fragen einen Eindruck von dem Interessenten machen und kann dann tatsächlich auch durch Gegenfragen etc. einschätzen, was interessiert ihn denn tatsächlich am meisten. Deshalb, hört mit dieser Mailschreiberei auf, ruft die Leute einfach mal an. Damit lassen sich viele, viele Unstimmigkeiten direkt im Keim ersticken und ihr bekommt einen direkten Draht dorthin und es ist einfacher, schriftlich jemanden abzulehnen, als mündlich. Das solltet ihr auch bedenken. Wenn ihr Fragen habt, hey, unten, legt los. Ich versuche alles das, was ihr wissen wollt, dazu zu beantworten. Möchtest du auch, dass ich weitere Videos machen kann? Willst du auch, dass ich diese Videos über die Zeit hinweg verbessern? Hey, ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen würdet. Unten über patreon.com/gunvlog oder über meine PayPal-Seite. Dort könnt ihr mich durchaus supporten und wie immer, ich verspreche euch, das, was ihr mir zukommen lasst, geht 1:1 ausschließlich nur in den Betrieb und den Erhalt der Videos. Macht's gut.